Ja, wir stehen heute Morgen hier im Sentispark zu Abtwil. Wir sind hier eingeladen worden. Neben mir steht Michael Selb. Er ist der Chef vom Sentispark. Wieso darf ich heute Morgen da sein? Ja, ganz speziell, ja. Wir haben ja eure Medien eingeladen. Wir haben morgen offizielle Eröffnung von unseren zwei neuen Rutschen. Der umgebaute Rutsche, der neu als Virtual Reality Rutsche benutzt werden kann. Die Erweiterung von der Sauna und natürlich auch noch das Bistro Bad, wo wir jetzt endlich eine größere Version haben vom Beizli. Jetzt eben, ich darf ja nachher die Rutschen testen gehen. Du bist auch schon durchab, hast du heute Morgen erzählt. Weißt du, dein persönliches Highlight bei diesen Rutschbahnen? Ich bin überrascht, dass die Talfahrt so viel Speed anbringt. Und man sieht wirklich von Anfang an, opla, da geht das Loch durchab. Und das andere, Kristalljagd, ist halt etwas Schönes, was wir auch mit kleineren Kindern zusammen machen. Von daher haben wir von Anfang an Wert gelegt, dass wir alle etwas haben für Gross und Klein. Jetzt eben als Chef, du bist der Chef vom Sentispark. Das Projekt, da ist jetzt gleich ein Zeitchen gegangen. Hat da alles geklappt wie gewünscht? Ist da alles gelaufen, wie es hätte müssen? Ich glaube, bei so Bauprojekten gibt es immer gewisse Herausforderungen. Also wir sind bei vielen Sachen halt wirklich auch auf den letzten Atemzug fertig geworden. Aber wir sind parat jetzt. Hat auch ein oder zwei schlaflose Nächte gefordert. Aber jetzt, ab morgen sind wir parat für unsere Gäste. Und da bin ich für euch. Alles klar, er sagt schon, ich bin parat. Also noch nicht ganz. Ich gehe mir jetzt noch schnell umziehen und dann nehme ich euch mit auf die Rutschen. Bis gleich. Nathalie Löhrer, Mediensprecherin vom Sentispark. Hast du die Gelegenheit schon genutzt zum Rutschen? Und wenn ja, was ist dein Favorit? Wir sind relativ knapp fertig geworden mit den Bauarbeiten hier. Darum konnte ich selber noch nicht einmal rutschen. Aber ich freue mich schon mega, um mit meiner Familie dann da Kristalljagd auszuprobieren. Weil die ist vor allem auch für die kleinen Kinder auch schon ein Erlebnis. Und da freue ich mich da. Das Ziel dann gerade den Highscore knacken beim ersten Mal, nehme ich an. Natürlich. Ja, ihr müsst jetzt noch warten bis morgen, bis ihr das geniessen könnt. Ich habe den Vorteil, ich gehe jetzt auf Punkte Jagd. Hey, viel Spass!